die Ehre und die Freude gehabt, heute ein Gespräch zu führen mit dem Bundeskanzler, mit Olaf Scholz. Wir haben über diverse Themen gesprochen. Mir ist ganz wichtig, dass diese Themen sich nicht nur um das Thema Frauenfußball gedreht haben, sondern ganz generell über Fragen, die im Fußball und für den Fußball wichtig sind. Das sind die Themen Infrastruktur, das sind auch Themen wie die aktuelle Energiekrise, das ist das Thema Euro 24 und wir haben eine ganze Palette von Dingen, die wir mit der Bundesregierung gemeinsam, mit der Politik gemeinsam besprechen wollen. Und nochmals, ich bin sehr froh, dass wir heute die Gelegenheit hatten zu einem ersten Austausch. Wir haben gesagt, dass wir uns weiter unterhalten wollen über die Themen des Fußballs und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Olaf Scholz. Hier ist ein ganz toller Ort entstanden, voller fußballbegeisterter Frauen und Männer. Das merkt man nicht nur an der Architektur und wenn man rausblickt auf die Spielflächen, sondern das merkt man auch, wenn man in alle Gesichter guckt. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich heute hier sein konnte und dieses neue Gebäude und all diejenigen, die hier arbeiten, besichtigen und treffen konnte. Wir haben in der Tat über viele Sachen gesprochen, die uns miteinander bewegen. Und dazu zählt natürlich ganz besonders die Frage, wie wir dazu beitragen können, dass das große Interesse vieler Mädchen und Jungen, vieler Frauen und Männer, sich als Fußballerinnen und Fußballer zu betätigen, auch besser gefördert werden kann, in der Breite, aber auch was den Spitzensport betrifft und welche Schwierigkeiten und Widrigkeiten dabei zu beachten sind und wie die überwunden werden können. Wir wissen, dass das was mit Infrastrukturen zu tun hat. Wir wissen, dass das was mit dem Ehrenamt zu tun hat. Die Trainerinnen und Trainer, die sich überall in Deutschland engagieren, sind die Basis dafür, dass dann später mal ganz erfolgreiche Nationalmannschaften tätig sein können und aktiv sein können und dass sie in Turnieren gewinnen. Und deshalb ist es unsere gemeinsame Aufgabe, darüber nachzudenken, wie wir das weiter fördern können. Wir sollten alles dafür tun, dass der Fußball in unserer Gesellschaft, wo so viele neue Schwierigkeiten uns jeden Tag begegnen, die Rolle spielt, die er schon lange gespielt hat, nämlich uns zusammenzuhalten, uns zu begeistern.